Hallihallo, liebe Freunde, und wir sind hier in Borderlands, aber nicht Borderlands 2. Das könnt ihr vielleicht am Titel schon erkennen, wir spielen Borderlands The Pre-Sequel. Und ich darf begrüßen unsere Kollegen, die wir schon aus Borderlands 1 und 2 kennen, Kevin, Hallo. der auf der langen Leitung steht, und Robert, Hi. der auch ein bisschen Ping hat. Und es ist das erste Mal, dass wir zu viert spielen, denn wir haben auch Benny dabei. Hi, Benny. Hi. So, wir sind also das erste Mal zu viert unterwegs. Ihr wisst das, wir teilen gern, wir sind total kollegial, wie schon in Borderlands 2. Mach Niemand von uns ist in irgendeiner Form lootgeil oder so, deswegen habe ich ein total gutes Gefühl, wenn wir zu viert sind. So, und bevor wir uns jetzt den Mund weiter fusselig reden und Claptrap hier auch weiter redet, starten wir mal das Spiel. Keine Ahnung, was in unserem Plan schief gehen könnte. Guck mal, Gail. Ich denke nicht. Nee. So schön sieht's dann näher aus. Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du zwei meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Das sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Banan. Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden.
Hätte die Lost Legion nicht die Helios überfallen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Das hatte ja jetzt schon fast was von Ende. Ja, noch so kurz bisschen, Thema, ja. Noch kurz zur Erklärung. Ich spiele den bösen Fehler. Alias Claptrap. Robert, glaube ich, den Willem, dem Enforcer. Benny spielt die Lawbringerin und Kevin spielt die Athena. Das hatten wir in Borderlands 2 schon mal, ja, nicht direkt angekündigt, aber schon mal so in Erwägung gezogen. Hatten es mal diskutiert, ja. Irgendwie, welchen Charakter wir spielen. Wir hatten es mal diskutiert, ja. Wir sind tatsächlich dabei geblieben. Kammerjäger Prime und prächtiger Kammerjäger. Ich glaube, ich probiere mal diesen leicht goldenen. Boah, so viele Farben, ey. Das haben sie echt erweitert. Claptrap, ja, das ist, gibt wieder einige mehr. Ich glaube, wenn du Borderlands 2 hast, hast du auch mehr Farben. Das kann sein, ja. Probieren wir mal das. Das wäre natürlich echt cool. So, ich bin der Willy. Bestätigen. So, Namen haben wir. Du Matze, bestätigen. wenn ich Charakter bestätigen kann, bei euch auch eine Meldung? Nee. Oha, pass doch auf, fast hättest du ihn hättest du ausgewählt, als Claptrap zu spielen. Das war knapp. Puh, ich weiß, das war ja keine Absicht. Oder etwa doch? Yeah. Oh, hör mal, du kennst doch Claptrap, oder? Brechreiz, erregend, fröhlich und quassel ziemlich viel. Bist du dir ganz sicher? Ja. Echt jetzt? Claptrap? Du hast doch von seinem schrägen Action-Skill gehört, oder? Ist das wirklich, was du willst? Ja, Mann, ich habe ja keine Alternative. Also, wenn der Charakter scheiße ist, kann niemand sagen, man hätte mich nicht gewarnt. Das stimmt, ja. Aber vielleicht ist das so der Geheimtipp. Das wäre natürlich cool, ja. Hallo Kammerjäger! Danke, dass du Hyperions Ruf gefolgt bist! Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Dahl-Militäreinheiten angegriffen! Bitte nimm dieses Echo-Gerät! Folge mir nun! Ich führe dich jetzt zu deinem Auftraggeber! Nette Rakete! Mit der Landung raus! Aber ansonsten, alle Achtung! Was war denn das? Was? Das war bestimmt wieder mein Handy. Kann sein. Das kennst du doch nur mittlerweile. So, hab gleich mal meine Waffen ausgerüstet. Aber... cool. Ich hasse es, mich zu verlaufen. Benny hasst es, sich zu verlaufen? Da kann ich auch nichts dafür. So, geht los. Wir müssen zur Chat durchkommen. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Weil hier... Ich bloß Benny und Kevin gerade nicht oder haben die gerade noch nichts gesagt? Ich glaube, die haben noch nichts gesagt. Ich habe noch nicht allzu viel geredet. Gut, okay, nee, ich hatte jetzt bloß irgendwie Angst, weil er auch noch so irgendwie so nichts sagen dastandet. Ein Fixloader. Oh, wir sind ja schon wieder Chaos looten hier. Vorgerusht? Ach nee, hier ist er ja. Ich bin hinter dir. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Der Claptrap ist diesmal Matze. Wirklich ungewohnt. Oh, blöderweise höre ich nichts von ab. Wie, du hörst nichts? Blöderweise wird es nicht aufs Kopfhörer übertragen. Dann müssen wir nach der Folge nochmal gucken. Oh, hier gibt's Schießerei! Echt ungewohnt, dass die Loader friedlich sind. Ja. Was ist das hier?
Ein feiger Fixloader, auch geil. Frag Trap in the house. Who's next? Du hast mich gerettet. Wir müssen in den Moonshot Nachschubkontrollraum. Wir müssen zu Jack. Er liebt mich. Ist das so? Das war viel zu viel. Wir müssen auf einmal. Muss gar nicht. Ich muss noch sterben. Das kriegen wir hin, Robert. Komm her. Das war auch der Claptrap. Sieht echt lustig, sie aus dem Claptrap mit Waffe zu sehen. Ist der Claptrap tot? Hey, super! Seid ihr die Kammerjäger, die ich angeheuert habe? Hier Athena, bin einsatzbereit. Die Excellence-Assassinen? Cool, ich bin ein Riesenfan von dir. Danke. Hilfe! Jede Menge Hilfe! Keine Ahnung, wer diese Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick! Mach die weg! Flanke! Flanke! Oh, das sind aber schön viele, damit kann ich leben. Ich will auch so eine geile Armwaffe haben. Ja, immer drauf. Immer schön. Auch gerne machen. Eure Helios-Raumstation gehört jetzt der Lost Legion. Vergebt euch, nicht, bevor es zu spät ist. Oh. Nein, nicht so! Voll auf die Zweck! Ist nicht euer Kampf! Kann weitergehen! Sarpedon. Alles cool, ich brauch keine Hilfe. Dann ist doch gut. Nein. Jetzt könnte ich doch Happenhilfe gebrauchen. Nicht gibt's. Jetzt hast du eine Chance verspielt. Ich müsste eigentlich liegen lassen. Dachte mir schon sowas. Aber was mir schon positiv aufgefallen ist, was in den vorherigen Teilen nicht so war, ist, dass man jetzt in der Mehrzahl mit uns redet. Weil sonst hieß es immer nur der Kammerjäger, obwohl. Loot. Cool, ich bin als erster Level ab. Oder willst du warten? Du bist beschäftigt. Auch cool. Dann blute ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Das ist ein guter Plan. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören. Ich bin ja nur dein Auftraggeber. Oh, sorry, klinge ich unterschwellig aggressiv? Mein Fehler. Muss ein Symptom eines nahen Todes sein. Aber klar, bestimmt hast du Wichtigeres zu tun. Ja, ich setz mich einfach hier hin und seh zu, dass meine inneren Organe nicht reißen. Oh, so, wer heilt denn nun? Ich weiß auch nicht so richtig. Irgendjemand macht gerade. Warum bist denn du schon Level up? Ich hab noch über 2 Balken. Scheiße, ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Hey, sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen. Das ist doch ein Plan. Das wäre also mein Angebot. Ich weiß, du bist ein amtlicher Böses und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht... Das wäre also mein Angebot. Ich weiß, du bist ein amtlicher Böses und alles, aber ich muss sicher sein, dass du mir nicht davonläufst, bevor der Job erledigt ist. Wer mich engagiert, zahlt nicht einfach für eine Söldnerin mit Knarre. Er zahlt für jahrzehntelange Erfahrung. Er zahlt für Professionalismus. Er zahlt für bedingungslose Loyalität der Mission gegenüber. Ja? Heißt es nicht Professionalität? Noch verzapft. Zu einer Mission zu stehen ist eine Sache. Zu Menschen zu stehen, eine andere. Jetzt hat irgendjemand dieses Echo im Inventar geöffnet, oder? Ja, nee. Muss ja nicht gewesen sein. War klar. Okay, anscheinend hast du ein Schild. Der ist schnell erklärt. Er frisst Kugeln, bis er verbraucht ist. Dann musst du in Deckung gehen und warten, bis er sich wieder auflädt. Ja, das klingt nachvollziehbar. Hey, aktiviere kurz die Steuerung der Verteidigungsanlagen. Gleich kontrollieren wir Geschütze, Kraftfelder, Laserdrähte. Haha, diese Arschlöcher. Die werden Bauklötze staunen. Ich finde ein bisschen blöd, dass ich die Loyalitätswaffen nicht mehr habe. Was? Wie nicht mehr? Hast du schon weggeschmissen oder was? Nee, ich hab die diesmal gar nicht gekriegt. Ich hab's ja mal kurz angezockt, da hatte ich sie, jetzt hab ich sie aber nicht gekriegt. Finde ich ein bisschen blöd. Tja.
Tja, was sagt man dazu, außer ha. Hast du die gekriegt? Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber du hattest ja Uran gezogen. Ja, ja. Hast du deinen Charakter gelöscht, dein letzten? Nee, den hab ich noch da. Das ist echt doof. Von diesen Pappnasen, glaube ich. Keine Ahnung. Wer ihr als erster einen Kopfschuss verpasst, kriegt ein High Five und ein Häuschen im Grünen. Ich will ein High Five! Das Haus kann er behalten, aber ich will nicht High Five haben. Okay, ich öffne die Tür da. Wir sind gleich bei den Fluchtschiffen. Alles klar. Oh Gott, wir hatten sich hier nicht unter Kontrolle. Sorry. Verfluchter Mist. Ey, das finde ich jetzt ein bisschen übertriebener Gewalteinsatz. Wir schalten zu dem Plan, verpasst den weiten Kopfschuss! Hallo, Jack. Oh. Der hat gerade die crazy eyes. Du bist böse. Was ist denn das von Kevin? Das war aggressiv, Link. Ey! Warum ich? Ich weiß nicht, war das erste, was ich gedacht habe, als ich das Gesicht sah. Okay, toll. Rennt! Warum rennen? Na, wieso nicht? Ich war noch am Looten, da hat er sich schon geprügelt. Na, eigentlich gegen Mewtwo kämpfen. Wir müssen irgendwie anders von der Station runterkommen. Ja, stimmt, sieht aus wie Mewtwo. Was für ein oder freakiges Mewtwo. Alien. Nein, Mewtwo. Ich hab keinen Dunst, aber ich hab so das Gefühl, es könnte uns mit seinem Gehirn töten. Halt irgendwie sowas in die Richtung. Lauf weiter. Jack, verdammt, was ist los? Ich bekomme Alarmmeldungen von überall auf der Helios-Station. Nichts, Sir. Nichts, alles bestens. Eine unserer Claptrap-Einheiten wollte nur einer Steckdose einen Zungenkuss geben, Sir. Also das war ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass Sie Pandora beobachten sollen und sonst nichts. Wenn Sie Schäden auf der Helios-Raumstation verursachen, dann mache ich Sie persönlich... Verzeihung, Sir, die Verbindung bricht ab. Ich kann nicht... Verzeihung. Arschloch. Was? Ja, ich hab sie Arschloch genannt, weil ich dachte, sie hätten aufgelegt. Mein Fehler. Wir sprechen uns noch, John. Da ist Alpes. Dieses blöde Störsignal ist irgendwo da unten auf diesem geborstenen Felsbrocken und blockiert all das coole Sicherheitszeugs hier oben. Der Mond sieht schon cool aus, oder? Mhm. Hat was. Aber Matze, über deine Vorlieben müssen wir echt nochmal sprechen. Hey, wieso greift ihr uns an, ihr Vollidioten? Ich will diese Station und ich will das Universum retten. Was denn, ich bin ein Roboter. Was soll das bedeuten? Dafür gibt's keine Ausreden. Findest du? Wollen wir Robert helfen oder lassen wir nur verrecken? Ich mach das mal. Alles klar. Das ist aber sehr lieb von euch. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir warten noch ein bisschen. Gucken, was passiert, ne? Nach dem Motto. Das sollte es nicht enden. Schon wieder jemand kaputt? Ach nee, so ein Gegner. Ausgezeichnet. Wir wollen nur hier weg, ihr Arschgesichter. Ja, du kommst mir nicht. Aua! Lass mich. Baby, don't hurt me. Fall um. Was macht denn ihr hier? Euch Blut, ihr verdammten Irren! Der Mond muss fallen. Was machen diese Irren denn? Wir haben nicht mal echtes Militär hier oben. Hier wurden Arbeiter. Und uns, wenn wir nicht abhauen. Das ist schon erstaunlich, wie anders die Charakterzüge von Jack hier gezeichnet werden. Jetzt in den ersten Spielminuten. Wenn mein Claptrap springt, dann klingt das immer, als würde er immer zustimmen. Ich bin ein sehr schöner Mensch. Sehr gut. Aber seinen Humor hat er nicht verloren. Nee. Das Handsome Jack, nee. Kevin ist eine ganz schöne Spaßbremse. Okay, ich habe eine verrückte Idee. Ah, verdammt. Wir gehen zur Moonshot-Kanone. Mir nach. Was machen wir jetzt? Irgendwas mit einer Kanone? Ja, das klingt nach Robot. Eine Kanone, die mit 1000 Mal die Stunde Vorräte auf die Mondoberfläche schießt. Wir steigen in einen der Container und machen die Flüge. Ist das sicher? Weiß nicht. Wäre aber eine coole Art zu sterben, oder? Oh yeah. Ja. Wär's. Sie sind bei der Moonshot-Kanone. Irgendwas los! Mit der Kanone. Das ist echt so, das hat so gepasst, Robot. Also ich finde, das passt überhaupt nicht zu mir. Nee. Gar nicht ich.
Überhaupt nicht. Nein, nicht nachladen. Ich will noch den Flieger wegbumsen. Jawohl. Level up. Level up. Keine Ahnung, wieso seid ihr den Jack töten wollen? Ich hatte Vermutung. Juhu. Geld. Action Skill. Aber wer brauchte hier schon jemals einen Grund? Ey, Leute, wartet halt doch mal! Du hier, halt ey, einfach nicht klappt, mal wirklich mal bitte eben. Wartet mal bitte hier. Ist schon jemand gesprungen? Nein, ist niemand gesprungen. Wir unterbrechen nämlich an dieser Stelle. Für eine kleine Durchsage. Weg hier! Mein Loot! Mein Loot! Mein Loot! Aha. So. Wir unterbrechen für eine Durchsage. Heißt das, die Folge ist schon vorbei? Na, aber mein Loot, Loot, mein Loot! Tja, dann, alles mein! Ist ja der Wahnsinn. Ach, hier wird endlich mal erklärt. Egal. Es gibt scheinbar keine goldene Loot-Kategorie mehr, habe ich jetzt gerade gesehen, oder? Lila war das höchste, oder? Ich war zu schnell weg. Na egal, wir sagen Tschüss für diese erste Folge. Ich glaube, uns steht ein richtig, richtig cooles Spiel bevor. Und zu viert kann es eigentlich nur noch besser werden als zu dritt. Also, bis in Folge 2. Ciao. Ciao. Ciao.